Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen, nächsten Video hier auf zuvielbezahlt.de. Wir haben kürzlich eine Umfrage in unserem internen Newsletter-Bereich gestartet und wollten einfach mal von unseren Teilnehmern, von unseren Kunden, von unseren Freunden und Abonnenten wissen, welche Themen wir hier auf dem YouTube-Kanal besonders behandeln sollten. Ja, wir haben doch eine außergewöhnliche Zeit aktuell. Also wir haben, wenn ich es mal so vorwegnehmen kann, eine gewisse Unsicherheit bei den Menschen. Wir haben sehr starke Unsicherheit, wir haben Frustration, viele sind auch verzweifelt und wir haben natürlich auch einen Vertrauensverlust in die Politik, in den Staat und so weiter und so fort. Und da war doch die Meinung des einen oder anderen, was also auch verstärkt bei dieser Umfrage dann herauskam, dass man doch die Menschen versuchen sollte, auch in den Videos mit Fakten zu beruhigen. Also ich dachte immer, dass wir das machen, aber wenn das kommt, heißt ja, dass das vielleicht ein Verbesserungsvorschlag ist. Und genau aus dem Grund habe ich hier ein besonderes Video mitgebracht. Ich möchte das mal nennen, Unsicherheit für die aktuelle Situation generell. Also keiner weiß, was morgen ist, keiner weiß, wie es weitergeht. Aber möchte auch gleichzeitig untermauern, dass wir das ja schon immer haben in der Geschichte der Menschheit, dass es Phasen gibt, in denen es Krisen gab, in denen es Kriege gab und viele Verwerfungen an den Finanzmärkten. Aber eine Sache, und auf die ist immer Verlass, und darüber wollen wir in diesem Video reden, da habe ich auch die Fakten dazu mitgebracht, auf die Menschheit ist Verlass. Und das wollen wir uns mal ganz genau anschauen, was damit im Einzelnen gemeint ist. Und wie gesagt, auf meinem Kanal geht es um das Thema sichere und gewinnbringende Geldanlage, Erfolg und Unternehmertum. Und wenn das alles dein Thema ist, dann bleib dran, schau dir das Video bis zum Ende an. Und ich würde sagen, es lohnt sich. Nach dem kleinen Intro geht es wie immer los. Bis gleich, dein Marco Reus. So, also schauen wir uns das mal der Reihe nach an. Ich habe mir mal so ein Skript gemacht, also dass man das mal auch wirklich alles erfassen kann, über was ich mir da mal so Gedanken gemacht habe. Und zwar die aktuelle Stimmung habe ich ja schon mal vorweggenommen. Die Anleger, die Menschen, wie gesagt, haben eine starke Unsicherheit. Das ist mir ein bisschen liest auch immer in den Kommentaren dann. Also ich habe kürzlich da in einem der letzten Videos einen Kommentar auch bekommen, dass also wenn man die Großen so anschaut, dass die gerade im Cash massiv investiert sind und oder Cash halten, um an der Seitenlinie abzuwarten und auf den richtigen Moment warten. Natürlich, aber auch diese großen Anleger sind ja alles keine Angsthasen. Die haben ihr Investment, da bleiben sie auch treu, aber sie bauen Cash-Positionen natürlich in unsicheren Zeiten zusätzlich auf, um dann bei Marktbewegungen nach unten, bei extremen Marktrücksetzern natürlich auch zuschlagen zu können. Das ist vollkommen klar. Aber wichtig ist doch einfach mal, die Fakten sich mal anzuschauen, wie das tatsächlich läuft. Ja? Also wie gesagt, nochmal, starke Unsicherheit, Frustration, Zweifel und einen gewissen Vertrauensverlust. Also es gibt viele falsche Prognosen seitens der EZB oder überhaupt, was die Inflationsentwicklung betrifft oder betroffen hat. Ja, also da gab es ja auch massive Fehleinschätzungen. Das hört man dann wird man vielleicht unsicher, man bekommt Angst. Und was natürlich auch damit einhergeht, dass wir ein massiv gefährdetes Wirtschaftswachstum haben. So, und wenn man sich das jetzt mal anschaut, was bewirkt es in uns Menschen? Also wir bekommen ein Bedürfnis natürlich irgendwo nach Sicherheit und auch nach Richtungsweisung. Also wir wollen ja wissen, in welche Richtung sollen wir uns denn bewegen? Man spricht ja auch immer wieder von diesem sogenannten Herdentrieb. Also der Mensch hat natürlich gerne auch jemanden, der ihn vielleicht an die Hand nimmt und sagt, Mensch, mach das so und mach das so, weil es war, kann man aus der Vergangenheit vielleicht rauslesen. Oder ganz einfach, was machen die Großen tatsächlich, wenn man schon wie bei dem Kommentar sich auf die Großen bezieht. Und das ist einfach wichtig. Also das Bedürfnis nach Sicherheit und Richtungsweisung ergibt folgende Fragestellung auch auf. Also was ist denn überhaupt sicher? Das ist mal wichtig. Was lässt sich auch tatsächlich prognostizieren? Und da blende ich auch gleich mal einen Chart dazu ein. Also tatsächlich ist die Antwort die demografische Entwicklung der nächsten Jahrzehnte. Was wir wissen ist, dass Entscheidungen von Menschen, Gruppen und Nationen natürlich nicht vorhersehbar sind. Was aber wiederum vorhersehbar ist, ist die demografische Entwicklung. Diese ist vorhersehbar, also das Bevölkerungswachstum und die Struktur.
Wir wissen, dass wir eine Überalterung in Europa und Nordamerika haben und dass wir ein besonderes Bevölkerungswachstum in Subsahara-Afrika haben. Also das wissen wir alles. So, und jetzt stellt sich ja die nächste Frage. Okay, das wissen wir, das sind die Fakten, das lässt sich auch beweisen, das wissen wir seit Jahrzehnten, dass das so läuft. Was nutzt das tatsächlich dem Anleger? Also was nutzen diese Informationen dem Anleger, dass wir diesen demografischen Wandel haben? Ist ganz einfach, investiert sein in Unternehmen, also die wesentliche Teile ihres Umsatzes im Bereich von Themen erzielen, die mit der Demografie im Endeffekt direkt korrelieren. Also das ist auch klar. Ja, also welche sind es dann wiederum? Das sind Dinge wie Gesundheit und Digitalisierung. So, also und da kann ich mich auf jeden Fall schon mal in Position bringen. Bevölkerung wird älter, also es wird mehr medizinische Dienstleistung benötigt. Die Effizienzsteigerung im Gesundheitsbereich durch höhere Nachfrage wird nötig. Und man muss die Digitalisierung vorantreiben. Moderne Therapien, das ist ja auch ein ganz wichtiger Baustein in unseren außerbörslichen Unternehmensbeteiligungen. Ich weise ja regelmäßig darauf hin. Also dass moderne Therapien nur durch konsequente Digitalisierung überhaupt realisierbar sind. Ja? Also auch das wissen wir. Dann wissen wir auch, dass ein gigantischer Megatrend, vielleicht auch eine Jahrhundertchance vor uns steht, was erneuerbare Energien betrifft. Weil was auch klar ist, also wenn wir uns auf die Demografie beschränken und das autark betrachten, wir haben dann mehr Menschen, die höhere Erwartungen an ihre Lebensqualität, an den Lebensstandard haben. Klimawandel, ja, dass der Ausbau von erneuerbaren Energien im Endeffekt vorangetrieben wird. Ja. Also das wissen wir alles. Beispiele sind intelligente Netze, Smart Power Lösungen, Infrastruktursicherheit. Also um nur mal einige zu nennen. Also das heißt, der nächste Megatrend steht eigentlich vor der Tür, weil auf die Menschheit Verlass ist. Es war ja schon immer so, der Mensch strebt ja immer danach, immer schneller, immer weiter, immer höher. Man muss also nur auch angucken, was da im Internet in einem Jahr verarbeitet wird. Ich habe die Zahlen neulich mal gelesen, das ist unglaublich, aber das ist ja erst der Anfang. Ja, also es wird noch spannend, was das Thema betrifft und wenn ich dann dort im Endeffekt investiert bin, bei all diesen Dingen, was wir gerade genannt haben, dann ist das auf jeden Fall eine riesige Wachstumschance. Weil Krisen auch immer eine gewisse Chance mit sich bringen, das muss man auch wissen. Das sind auch Fakten aus den vergangenen Krisen. Da habe ich ja, wie gesagt, um das mal kurz einzuwenden, mir mal über 384 Jahre Kapitalmärkte angeschaut, die 22 größten Krisen der Menschheit. Und jede Krise hat auch eine Chance. Und die Frage, wie man in Position ist, hat natürlich in erster Linie damit was zu tun, hast du Angst oder schaust du nach vorne? Wenn du aus Angst handelst, wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt, wird es schwierig. Wenn du dich den Fakten stellst, Vertrauen in die Märkte hast und Vertrauen in die Menschheit hast, was wir gerade erzählen, dann wirst du einer der Gewinner nach der Krise sein. Der dritte Punkt, ja, ist die Ernährung und Landwirtschaft. Also auch da, mehr Menschen brauchen mehr Nahrung. Wir sehen es ja gerade auch, was da gerade los war, dadurch, dass also aus der Ukraine die Schiffe nicht ausreisen durften, ja, was das dann sofort für Wirkungen hat. Also mehr Menschen brauchen mehr Nahrung, ist auch ganz einfach. Es sind riesige Investmentchancen entlang dieser Wertschöpfungskette vorhanden. Also wenn man das allein aufgrund der steigenden Weltbevölkerung betrachtet. Die Anbauflächen werden weniger und Investitionen in Innovationen werden also auch dort nötig sein. Und das sind mal so die Fakten, wenn man sich das mal anguckt. Das ist ja auch das, was ich immer wieder erwähne hier, wenn wir um Lösungen bemüht sind. Also wie gesagt, nochmal immer wieder, ich möchte es heute nicht ausführlich machen, aber nur wer das erste Mal unsere Videos schaut. Wir bieten dir Lösungen. Also wenn du selbst kein Portfolio bauen kannst, mit dem du in der Lage bist, einen kompletten Konjunkturverlauf abzubilden, also Aufschwung, Hochkonjunktur, Abschwung, Punkt. Mehr erzähle ich heute nicht darüber. Da gibt es ganz viele Videos auf meinem Kanal, was dafür nötig ist, um überall dabei zu sein in den drei Konjunkturphasen. Das, wie gesagt, ist eben Teil meines Videokanals. Da wollen wir heute gar nicht weiter drauf eingehen. Es ging einfach mal darum, vielleicht dir auch ein Stück weit die Angst zu nehmen, weil auf die Menschheit einfach Verlass ist. Das war schon immer so und es wird auch dieses Mal so sein. Alle, die sich heute hinstellen und schreien, diesmal wird alles anders.
Ja, die bleiben dann vielleicht an der Seitenlinie stehen und verlieren alles. Also wir haben eine hohe Inflation, all diese Themen. Oder sind in den Markt investiert, verpassen dann die besten Tage der jeweiligen Assetklasse. Ja, also auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nur wenn ich über Markt spreche, dann muss man den Markt natürlich auch mal definieren. Ja, was ist denn der Markt? Der Markt ist alles, der Weltmarkt, bestehend aus Aktien, Edelmetalle, Immobilien, Anleihen, Cashpositionen. Also um nur einiges zu nennen. Das ist der Markt. Und je größer ein Vermögen wird, desto wichtiger wird das entsprechend zu streuen und überall prozentual dabei zu sein, damit ich dann immer handlungsfähig bleibe. Und wenn ich solche Megatrends abbilde, die wir definitiv prognostizieren können, es sei denn, Einschlag von außen oder die drücken die Knöpfe, dann brauchen wir unser Geld sowieso nicht mehr unterhalten. Ja, also wie gesagt, unter normalen Voraussetzungen kann man diese starke Unsicherheit natürlich verstehen. Also gerade der kleine Mann und die Mittelschicht wird natürlich gerade extrem belastet, auch ältere Menschen durch diese hohe Inflation. Das ist vollkommen klar, es macht sich Frustration breit, es macht sich Zweifel breit und eben auch dieser Vertrauensverlust. Aber das Wichtige ist, dass man sich wirklich mit den Fakten beschäftigt. Ja? Und wenn heute ein Vermögen da ist, dann gilt es, das zu sichern. Und das Fazit von diesem Video, und damit möchte ich es auch für heute beenden, ist ganz einfach. Also Unternehmen, die von diesen Themen profitieren, haben bessere Chancen, komplexe Krisen dann überhaupt zu überstehen, darin zu erstarken. Und ganz einfach, Anleger können sich an dieser gesamten Wertschöpfungskette einmal mehr beteiligen, sind teilweise gerade richtig günstige Preise da, genau in diesem Segment. Und damit möchte ich es beschließen. Also ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wie gesagt, wir sind immer noch dabei, die 10.000 Abonnentenmarke zu knacken. Ich hoffe, das gelingt uns. Und ansonsten geht es mir aber in allererster Linie darum, dass du hoffentlich gesund bleibst, dass du auch sicher bleibst. Und wenn du selbst nicht in der Lage bist, wie gesagt, dir ein Portfolio zu bauen, dann kann ich dir nur anbieten, einfach mal zum Hörer zu greifen, ein kostenloses Kennenlerngespräch zu buchen, mal zu beschnuppern, ob man da zusammenpasst in dem Bereich der Vermögensverwaltung oder des Vermögensaufbaus, Vermögensverwaltung oder auch Übertrag, wie genannt. Ja, wenn du Lust dazu hast, gerne. Ansonsten hoffe ich, dass es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Video. Dein Marco Reus.